Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. Und wir befinden uns nicht auf dem Frackhessen-Kanal. Nein, wir sind bei der Aschzaha. Ja. Hallo. Hallo. Das ist ja ein schönes Projekt. Ja. Du klingst ein bisschen ängstlich. Ich habe Angst. Warum denn? Warum wohl? Das solltest du ja eigentlich wissen. In der Tat, ich kenne diesen Bereich sogar noch. Da ist übrigens eine Kiste. Ja. Ich glaube, dass ich jetzt schon ganz furchtbar viele Kisten übersehen habe, weil ich bei vielen Stellen, wo garantiert welche waren, einfach geschaut habe, dass ich heil durchkomme und schnell wegkomme. Aber du brauchst doch immer schön Sachen zum Basteln. Ja, ich nehme die ja auch mit, wenn ich sie sehe, aber... Okay, also das ist ja jetzt nichts Neues. Ich bin ja hier in der letzten Folge schon mal gestorben. Deshalb weiß ich, dass ich diesen Elektroschocker gleich rausziehen kann. Ich hörte davon, ja. Und der ist, glaube ich, zu. Ja. Genau, dafür musst du nämlich, glaube ich, diese Neuverkabelung umstellen, dass man da rein kann. Genau, da hattet ihr ja doch ziemlich Probleme, weil ihr das nicht gesehen hattet. Beziehungsweise, ich glaube, wir waren sogar an dem Apparat dran. Ihr wart aber dran, genau. Ich habe nicht geschnallt, dass man da, glaube ich, doch den Bildschirm wechseln konnte. Irgendwie sowas war das. Ja, genau. Und das ist aber nicht alles. Also wir müssen hier, glaube ich, noch mehr machen. Ja, irgendwelche Sauerstofftanks oder so. Genau, mussten da, glaube ich. So. Und ich bin doch blöd, verdammt. Ich latsche hier einfach rum. Ich bin noch nicht mal in die Hocke gegangen. So, viel besser. Weil ich glaube, wir haben jetzt gerade ziemlich Krach gemacht. Du bist also auch oft so im Schleichmodus unterwegs, ja? Ich bin nur im Schleichmodus unterwegs. Und ich höre es schon wieder überall. Da hat jetzt der Alex natürlich einen gewaltigen Vorteil, was die Nerven angeht, weil er nichts hört. Richtig. Hast du es schon gelesen, oder? Ja, in der letzten Folge, glaube ich. Okay, gut. Weil sonst, ich könnte sogar anbieten, dass ich auch vorlese, weil ich habe so eine tolle Bildübertragung, ich kann alles perfekt erkennen. Aktivieren, oder? Ja. Nee, erst muss ich den Wasserstoffzylinder finden, oder? Ich glaube, ja genau, einer fehlt nämlich, den musst du da einstecken, ja. Genau, und den hatte ich nämlich beim letzten Mal, als ich dann gestorben bin, nicht gefunden. Das ist nämlich... Das ist ein Schrank für Notfall. Der hier, den hatte ich nicht gefunden. Die anderen, die kann ich ja alle reinschieben. Mhm. Genau. Nee, kann ich nicht. Ich muss das Ding erst aktivieren und dann kann ich die alle reinschieben. Ja, dann aktivierst du es halt zuerst. Ich bin nicht erschrocken. Die Tür ist aufgegangen, nehme ich an. Ja. Entschuldigung, ich habe dich nur darauf hingewiesen. Ja, ich weiß. Ich habe halt nur gehört, dass die Tür aufgeht. Und da weiß man ja nie, ob man die jetzt selber ausgelöst hat oder ob das dieses Drecks-Alien war. So, hast du, glaube ich, gemacht. Ja, ich glaube auch. Weil jetzt kann ich auch nicht mehr rein in dieses Menü. Ich bin da auch immer sehr verwirrt, weil ich das teilweise nicht checke. Ist das nur aktiviert oder nicht? Okay, das kann ich jetzt machen. Und das kann ich machen. Und das. Und den auch. Und einer fehlt. Genau. Genau, du weißt jetzt aber nicht zufällig, wo der ist, ne? Nee, es kann sein, dass der direkt in den Raum nebenan ist, aber ich glaube, so einfach war es nicht. Ach, scheiße, ich dachte, ich kann die Tür zumachen, verdammt. Ach stimmt, das hatte ich auch erst später gemerkt. Man konnte ja manche Türen verriegeln, ne? Ja, die jetzt blöderweise nicht. Da hätte ich nämlich zumindest für kurze Zeit nichts dagegen gehabt. Ja, hier kannst du jetzt raus. Hier ist erstmal nichts mehr. Ja. Ich will aber gar nicht raus. Doch, du musst ja diesen Kanister finden. Ja, aber wo ist der? Wo ist denn die Neuverkabelung? Die ist links. Ich weiß nicht, ob die Tür jetzt mittlerweile auf ist. Da ist aber offen gerade. Da ist offen, das, ja. Genau, da war vorher zu. Ah, ich glaube, von hier aus sieht man dann aus... Also im anderen Raum nachher das Alien da rumstolzieren oder so. Toll. Also, ich schwelge nur in meiner Erinnerung. Ja. Also der Kühlkörper... Da ist der Kühlkörper. Da ist er, ja genau. Wenn du den nimmst, siehst du, glaube ich, im anderen Raum was rumlatschen. Scheiße. Sei mal kurz ruhig, bitte. Ist es schon da? Ich dachte, ich hätte gerade Schritte gehört. Ich will jetzt gerade noch gucken, wo die Neuverkabelung ist. Die ist auf der anderen Seite, vom Raum. Also nicht hier rechts, sondern links. Da. Nein, nein, nicht in diesem Raum. Ach so. Den Flur jetzt links durch, bis ans andere Ende und dann links. Ich hoffe nur, dass die Tür jetzt auf ist. Ja, aber ich muss doch erstmal den Zylinder einsetzen, oder nicht? Ja, musst du probieren. Ja, ich glaube, genau, dadurch geht nämlich die Tür erst auf, glaube ich, ja. Weil ich will ja die Neuverkabelung benutzen, damit ich dann in den Lüftungsschacht reinkomme. Die ist praktisch jetzt gegenüber in dem Raum, wo du reingucken kannst. Da müsste die drin sein.
Und irgendwo hier ist über dir ein Lüftungsschacht, wo das durch kann. Musst du aufpassen. Dachte ich jedenfalls. Bei mir Da war drüben, da. da. Da rechts, Okay. genau. Da kann das rausfuschen. Ich schaue, dass ich mich ganz Schnell schnell da links ein. rein. Hier müsste jetzt offen sein. Ja. Ja. Und da ist die Neuverkabelung, genau. Und die ist. Ah, die hat mich so Wo ist die Nerven denn? gekostet. Hier rechts an der Tür. Da, genau. Das da? Ja. Genau. Das habe ich nicht Scheiße! geschnallt. Was? Es ist da, ich höre es. So, jetzt muss ich. Frag mich jetzt nicht, wie das funktioniert. Doch, ich weiß es. Ich muss den Schachtzugang öffnen. Ja, das war's schon. Genau. Ja, aber das da hab ist ich, das es. Da war, ist es, Alien. Ja. Scheiße. Da ist ja. eine Dr. Lingard, Moment. Leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Viel Glück, Ripley. Beeilen Sie sich. Na, viel Glück, sagt er. Ja, toll. Das ist immer schön, sowas, ja, ne? Jetzt kann ich aber nicht raus, weil das Drecks-Alien auf dem. Ist hier ein Schrank? Da war was Grünes eben links von dir. Ich weiß aber nicht, was das nee. Ist. Da. Das ist die Neuverkabelung. Nee, da war doch was anderes. Da. Ausweiskarte, na toll. Hast du eingesammelt? Ja. Okay. Kann ich die Tür verschließen? Das ist doch jetzt im Gang. Ich weiß es nicht, wo es ist. Du musst gucken. Ich höre es. Ja, aber du kannst jetzt ja nicht die ganze Zeit Moment. Hier drin bleiben. Kann ich schon. Hast du noch ein. Du hast keinen Geräuschmacher mehr, ne? Aber eine Fackel, genau, die hilft Moment. Auch gut. Vielleicht kann ich auch einen Geräuschmacher basteln. Nee. Ist rot. Oh, Moment. Ich habe gerade ein Poltern gehört. Eventuell schmeiß ist da hinten, schmeiß da hinten eine Fackel hin. Oder du nein, speicherst. Ich glaube, es ist nach oben in den Lüftungsschacht. Willst du speichern lieber? Nein. Nein? Okay. Ja. Ich. Musst du ja wissen. Ja. Ich würde jede Gelegenheit zum Speichern nutzen in diesem Spiel. Ja, ich glaube, es ist nach oben in den Lüftungsschacht. Das macht so ein ganz spezielles Poltern, wenn es nach oben verschwindet. Und genau dieses Poltern hatte ich gerade gehört. Ich weiß, ich konnte das auch mal mittlerweile unterscheiden, wo es gerade ist und was es macht. Und jetzt müsste eigentlich. Ich höre es. Es ist über uns. Jetzt müsste eigentlich dieser Lüftungsschacht offen sein. Ja. Geh schnell rein. Oh. Okay. Geh nicht so, geh weiter rein. Das kann dich auch rausziehen. Echt? Ich dachte immer, wenn ich da drin bin, bin ich sicher. Ja, also wenn du doch drin stehst vorne an dem Gitter, kann es dich rausziehen. Aha, danke. Ja, bitte. Ja. Ich kletter jetzt da einfach mal nach oben. Ja. Es hat schon eine geile Atmosphäre. Das klettert aber lange jetzt. Oh, ist schon eine lange Leiter. Hast du eigentlich auf die Uhr geguckt? Jetzt gerade? Nicht, nein. Scheiße. Ist ich nicht denke so mal mit. Ein paar Minuten jetzt. 5, 8 Minuten so. 5, 8 Minuten. Okay. Oh, ja. Oh, ich höre es auf jeden Fall. Ich. Moment, ich mache jetzt hier erstmal. So. Das kenne oh, ich noch. Schicke Fotos. Okay. Stimmt, ja. Ich weiß jetzt, ich muss jetzt erstmal gucken, was wir jetzt genau machen müssen. Also, durchsuchen Sie Lingards Büro nach Informationen. Das ist links, okay. Ist das, oh, Moment, ist das nicht diese Geschichte, wo wir dann auf diesen Terminal zugreifen, wo wir so eine Videosequenz sehen, wo Lingard sich selber aufgenommen hat? Ich glaube, das ist das, ja. Ja, okay, das heißt, also wir müssen jetzt nach links, genau. Und viel mehr ist hier auch nicht. Hoffen wir mal. Moment. Ach ja, richtig, den gibt's ja auch noch. Aber ich habe das alles schon wieder so ein bisschen vergessen, aber ich das ist vergesse so ein den Tracker Spiel. Auch immer sehr gerne, muss ich sagen, aber ich versuche, mich selber zu zwingen, ihn ab und zu benutzen, weil so schlecht ist er nicht. Da ist ein Koffer. Ja, den Satz habe ich heute noch von Dave in den Ohren. Du musst den Tracker benutzen. Was war denn das gerade? Achso, oh, das sind die scheiß Funken, die da fliegen. Ja, nimm halt. Ach, voll. Ach, ich wollte ja eventuell einen Geräuschmacher basteln oder so. No Signal? Was ist das denn hier? Das ist ein ganz normaler Fernseher. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ein tragbares Fernsehgerät, wie es bei Silent Hill Origins heißt. Ja, bei Origins ist alles tragbar, sogar die Aktenschränke. Ja, den habe ich schon benutzt. Wo muss ich denn jetzt hin? Einfach hier raus. Ich glaube da durch, ja. Da ist die grüne Tür, da musst du, glaube ich, rein. Oh, der sieht gut aus. Oh, ich glaube, hier treffen wir sogar auf Menschen. Na toll. Der hat was bei sich, das weiß ich. Ich bin hier aber falsch. Da musst du aber trotzdem lang, glaube ich. Du musst außen rum. Ich werde gleich sterben.
gut, das Übliche hat er bei sich. Da musst du rein. Die Tür ist gerade aufgegangen. Der sieht ziemlich eklig aus. Ja, irgendwo gab es hier noch Menschen. Okay, hier ist nichts. Der ist schon offen. Kannst du die Tür vielleicht verschließen? Nee. Auch nicht. Ja, toll. Nichts. Oder kam das erst später im Spiel? Ja, ich erschreck mich. Ich weiß immer nicht, bin ich derjenige, der gerade die Tür auslöst, ne? Oder ist da jemand anders? Das ist eigentlich schlimm. Eigentlich müsste ich jetzt gleich, wenn ich auf die Karte schaue, im Idealfall sehen, wo hier was von Interesse ist. Ja, schon. Nichts, weil ich hier falsch bin. Jetzt klingelt mein Telefon. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Könnte auch im Spiel sein. Hat schon wieder aufgehört. Nee, es klingelt immer noch. Moment. Ich hab's aber nur zweimal gehört. Links. Naja. Und rechts. Ich muss nach rechts. Jetzt klingelt's wieder. Ja. Ich möchte jetzt während der Aufnahme nicht so gerne rangehen. Nein, musst du ja auch nicht. So, und da muss ich jetzt nicht. Oh, rein. Die Stelle kenne ich. Ja. Ja, das ist schön. Okay. Hier solltest du schnell reingehen, weil ich glaube, da kommt bald was. Ich gehe mal kurz da rein. Ich will da rein. Okay. Oh, da tut sich was. Ich höre was. Jetzt nicht mehr. Das geht hier gerne mal ein Patrouillengang, glaube ich, das Alien. Da an den PC musst du ran. Da ist eine Karte. Da ist, glaube ich, die Videosequenz, von der du gerade gesprochen hast. Ja. Das dauert immer so lange. Ich weiß nicht. Scheiße. Da hat sich gerade eine Tür betätigt. Kann das Alien mich töten, wenn ich gerade auf das Terminal zugreife? Ja. Ich höre hier überall Türen. Ja, es hilft ja nichts. Ich muss mir das ja angucken. Ja, also die Videosequenz auf jeden Fall. Ja, da ist keine Videosequenz. Da ist nur eine Hast du Audio. Bisher alles durchgelesen immer? Ja. Nachricht an Lingard, bei deren Rückkehr die Patienten auf der Traumstation? Traumastation. Das hast du damals auch falsch gelesen. Wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert, bevor Waits hier alles abriegelt. Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Jetzt. Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück, Morley. Du bist nicht gestorben. Aber so gut wie. Oh Gott. Okay, den können wir überspringen, denke ich. Todesursache geheim, ja. Ungültige Fehler. Datei ist immer gut. Schön. Die Audio lockt doch das Alien an, oder? Das ist es, glaube ich. Das ist das Video. Ja, mach. Ich glaube, da kannst du nicht. Ah, da ist gar kein Audio drin, okay. Da kannst du, glaube ich, nicht bei sterben. Nee, aber danach. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Also sie hat praktisch das Alien unbewusst mehr oder weniger an Bord geschleust. Mhm. Da liegt was. Impfpistole. Okay. In diesem Raum ist jetzt leider keine Speichermöglichkeit vorhanden. Ne? Nein. Die nächste Speichermöglichkeit ist eigentlich komplett zurück durch den Lüftungsschacht. Was leuchtet denn da Rotes? Auf dem Bett, meinst du? Ja, ein Sensor. Oh, das warst du. Oh Gott. Ja, das war ich, aber es ist in der Nähe, ich höre es.
Ja, mach noch ein bisschen mehr Krach. Scheiße, ich wollte das doch nicht. Ich mach jetzt noch ein bisschen mehr Krach. Halt schön zu. Wie denn? So wie du es gerade zuhältst. Ich halte ja nicht zu. Ich stehe einfach nur drin. Normaler, also ich musste, wenn ich reingehe, immer drei gedrückt halten, damit sie die Tür auch zuhält. Nö, die Option habe ich gar nicht. Okay. Es kommt also rein. Ich höre es. Es ist hier drin. Es war bei mir immer so, dass ich gedrückt halten muss beim Zuhalten. Ja, ich nur beim Reingehen. Okay. Da ist es. Ja. Warte, bis es rausgeht. Es hat mich noch nie im Schrank gesehen, also... Es ist immer noch da, ich höre es immer noch. Aha. Jetzt entfernen sich die Schritte ganz dumpf. Ich glaube, es ist weg. Irgendwann musst du sogar Atem anhalten im Schrank, glaube ich. Muss Gut. ich jetzt hin, verdammt. Du hast ja auch noch eine Fackel. Ich habe noch mehrere Fackeln. Und ich kann auch noch Sachen basteln, aber ich habe da gerade keine Ruhe dafür. Nee, du musst anscheinend wieder zurück jetzt. Über den Lüftungsschacht? Oder? Ja. Oder da. Ich kann ja nicht auf dem Bildschirm deuten, das siehst du jetzt nicht. Da oben, wo der Gang so abrupt aufhört. Ja, da kannst du auch mal hingucken, wenn du willst. Oder, warte mal, durchsuchen Sie den Operationssaal. Ist der. Ich glaube, ich muss da lang. Ja, dann mach. Also jetzt quasi immer links halten und dann. Mhm. Ich werde es niemals überleben. Es ist da, scheiße. Du kannst auch nicht nach... Doch, schmeiß mal die Fackel da nach rechts rein. Da ist Sackgasse. Da kann das nicht hinrennen. Da ist quasi Levelende. Da ist der Weg versperrt. Da kann auch ein Alien nicht hin. Da bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Ich mir schon. Aber du musst da jetzt lang. Ich glaube, es kommt von rechts. Das kann gar nicht sein. Das kann schon sein. Ich glaube schon. Da kann man, es ist direkt neben mir irgendwie. Ja, es kann da rechts auch lang. Du kannst auch unter die Trage krabbeln, ne? Notfalls. Solltest du jetzt auch tun. Krabbel doch unter die Trage. Es geht nicht unter die Trage. Oh Gott. Ja, okay, das war's jetzt. Scheiße. Wie blind ist das denn? Es dreht bestimmt gleich rum. Du hast aber ein sehr blindes Alien erwischt. Oh. Ich bin gerade voll mit angespannt hier. Es ist dann nach links gelaufen, also vielleicht kann ich doch nach rechts. Nee. Versuch. Ah! Oh. Ich wusste es doch. Du stehst im Feuer, Schatz. Geh da raus. Da darfst du nicht lang. Brenne. Aber ich wollte deine Reaktion gerne wissen, weil ich wusste doch, dass das passiert. Jetzt geht sie unter die Trage, die blöde Kuh. Oh. Entschuldigung, dass ich dir das nicht gesagt habe. Oh. Aber ich wusste, dass an der Stelle eine Explosion kommt. War das gemein? Ja. Aber ich fand's schön. Was soll ich denn jetzt tun? Ja, du musst jetzt da lang, wo das Alien lang gegangen ist. Nützt alles nichts. Nach links oder nach... Du kannst nur noch links, rechts ist Feuer. Und bete, dass es da nicht kommt. Natürlich kommt's da. Jetzt musst du dir eine Richtung aussuchen. Von rechts bist du gekommen. Ich glaube, da musst du auch wieder zurück. Da will ich auch hin, weil da ist nämlich ein Speicherpunkt. Ja, nee. Oh Gott, ich hör's. Doch, ich muss nur wieder in den Lüftungsschacht. Da kommst du nicht wieder rein. Du bist doch aus der Decke gefallen. Scheiße, stimmt. Du musst dich nach rechts weiter bauen. Schränke sind hier auf jeden Fall notfalls, aber... Ja. Du musst jetzt nach rechts. Ich weiß aber nicht, ob das Alien jetzt rechts ist oder... Keine Ahnung. Es poltert. Ich glaube, es ist oben. Und jetzt links und dann wieder rechts, oder? Entweder das oder du gehst halt nach rechts. Da kommt Sicherheit. Ich weiß es nicht. Also Sicherheit, aber nicht in dem Sinne, wie ich sie brauche. Da! Nee, doch nicht. Oh, jetzt dachte ich, das wäre ein Speicherpunkt. Ihr Idioten! Das ist links die Tür. Links ist die Tür. Geh da rein. St. Christopher Krankenstation,
Also jetzt rechts. Soll ich da reingehen? Weiß nicht. Hier ist eine Sackgasse. Ja. Scheiße. Verkriech dich kurz dahinter. Ah, Mist. Ja, und da war auch eine Sackgasse. Wie komme ich denn da jetzt weiter hier? Ja, du hättest ja da gar nicht rein dürfen anscheinend. Du hast gesagt, ich soll da rein. Ja, ich weiß doch auch nicht den richtigen Weg. Ich wollte ja nur helfen. Ja. Zu rechts weiter gucken, dann bist du einmal im Kreis gegangen. Dann bist du da drin. Wenn ich jetzt rechts gehe, dann laufe ich ja wieder zurück. Ja, ist schon richtig. Ich würde links, links in die nächste rechts, geht das? Nee, da komme ich ja her. Ja, doch, da musst du schon hin und dann. Ja doch, links, geh links. Geh links. Das links, ja. 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 Und dann gehst du halt gleich nicht rechts den Weg zurück, also hier schon jetzt rechts, aber die nächste dann wieder links. Da jetzt dann links. Ich hoffe, dass man da durchkommt. Ja, kann man. Und beten wir mal, dass kein Alien kommt. Was denn? Hörst du's? Da ist ein Terminal da drin. Ja, ich habe gerade irgendwas ganz Lautes gehört. Da ist ein Speicherpunkt. Da rechts. Geh da durch. Nein! Durch. Nein! Hier vorbei! Und dann links. Ich würde jetzt so gerne rennen. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, wie geil! Ich weiß jetzt nicht, wie das Part technisch gerade aussieht von der Zeit her, aber ja, das wäre ein ganz guter Moment. Ich weiß aber nicht, ob wir schon lange aufnehmen. Ich weiß oder nur, nicht. Dass da noch was drin ist. Hier sind doch hier eine Menge Sachen. Ja, ich weiß. Ich gehe mal kurz in den Schrank. Ne, brauchst du nicht. Nee, diesen Raum werden. Nö, hier ist kein Alien gerade. Diesen Raum werden wir noch öfter sehen. Wird das Alien nicht vom Feuerfahren gehalten? Ja. Hinter dir ist ein Easter Egg, glaube ich. Ja, das meinte da ich doch, dass da was da drin ist. Da, genau. Ja, ich brauche einen Zugangscode. Aber das Objekt war doch ein Easter Egg, ne? Oder? Ja, nee. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das dazugehört, aber... Also hier steht bestimmt der Zugangscode drin. Bisschen vielleicht lesen können wir, glaube ich, noch. Ich denke auch. Jetzt haben wir auch gespeichert, jetzt sind wir schön entspannt. Soll ich? Ja, bitte. Dr. Morley, es interessiert mich nicht, was Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal. Sofort. Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet, aber es geht nicht anders. Dies ist die letzte Warnung. Marshall Waits. Da war noch ein zweiter. Ja, da. Das kann ich ja mal kurz vorlesen. Bitte. Morley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitatturm aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, sie zu versorgen. Und mein Team ist, um es milde auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie Sie die Abriegelung aufheben wollen, aber falls Sie Zugang zu San Cristobal Hauptstation brauchen, der Code lautet 2505. Lingard. Mhm, das war die, mit der wir gerade die Videosequenz gesehen haben. Richtig. Die San Cristobal Krankenstation wurde bis auf weiteres von den Colonial Marshals auch so abgeriegelt. Sevastopols Pflegeteam hat auf der Station verteilt Feldlazarette aufgebaut, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Marshall Waits. Dann haben wir noch eine Audio, die machen wir gleich. Ja, machen wir zuerst die Audio. Dr. Lingard, hier spricht Ranson. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von ihnen hat mir mitgeteilt, dass sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über sie? Nicht so viel wie ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Okay, und was haben wir hier? Notventilabschaltung. Mhm. Ich glaube, das brauchen wir, oder? Wahrscheinlich, wenn man es machen kann. Ja. Jetzt hat sich links von mir was getan. Ich glaube, das Feuer ist jetzt dann das aus. Das Feuer ist wahrscheinlich so. Aus, ja. Ich würde das dann gleich nochmal kurz abspeichern. Ja, klar. Richtig. Sollte auch wieder funktionieren hier, jetzt, ja. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir finden musst du können, gucken, oder? Ich glaube, hier liegt... Doch. Ja, hier ist irgendwo... Oh. Geil. Oh, geil. Auf den habe ich schon so lange gewartet.
Aber ich war der Meinung, man findet hier noch eine Waffe oder so, den Revolver oder so, kann das nicht sein? Den Revolver habe ich schon. Den dicken, ja? Ich sterbe jetzt. Warum? Ich höre es. Ich würde speichern. Gute Idee. Weil zum Glück... Es steht hinter mir. Ich bin tot. Ja, aber nee, zum Glück, man kann sich nicht tot speichern. Das ist ja vor das allem, Gute. Und ich könnte ja den vorherigen Speicherstand auch laden. Ja. Also ich kann immer den letzten und den vorletzten. Und der vorletzte war ja auch hier in dem Raum. Ja, du kannst mich speichern. Das ist alles gut. Immer wieder schön. Ja. Wobei ich noch nicht so oft gestorben bin. Also nicht durch das Alien. Yay. Ja. Ich glaube aber, das ist jetzt eine gute Zeit, ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ja. Und morgen setzen wir dann den Weg quasi fort. Also in der nächsten Folge. Und ich fand, dass das ein durchaus brauchbarer Fortschritt war jetzt. Ja. Fand und jetzt ich auch. Hat deine Tor-App sich auch gemeldet. Ja, die ich jetzt gerade mal auf stumm schalte, weil das wird jetzt öfter drauf piepen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Also dann macht's gut. Ciao. Jo, ciao.